Urlaub habe ich irgendwann, also ich habe immer mit meinem Vater schon Volleyball und Beachvolleyball gespielt am Strand oder beim Betriebssport hat er mich mal mitgenommen. Dann hat mich da irgendwann mal ein Kumpel vom Hamburger Landestrainer angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da mal vorbeizuschauen beim Volleyball. Und dann ist das relativ schnell gegangen, so mit 13, 14, dass es irgendwie zu viele Einheiten waren. Ich bin normal zur Schule gegangen und habe mich dann für Volleyball mit 13 oder 14 entschieden, das komplett zu machen. Ja, wir gehen gut miteinander um, wir gehen auch klar miteinander um, wir verstehen uns gut. Wir nehmen uns mittlerweile auch bewusst Pausen neben dem Spielfeld, um sich auch Raum zu geben und sich nicht irgendwann so dermaßen auf die Nerven zu gehen. Ja, also auf dem Spielfeld ist es auf jeden Fall so, dass unsere Kommunikation untereinander und auch der Umgang eine Stärke von uns ist. Naja, erstmal ist das für uns ja echt das Highlight der Saison. Die Vorfreude, die ist schon richtig groß. Ich glaube, was uns im letzten Jahr extrem stark gemacht hat, war, dass wir die ganze Atmosphäre aufgesogen haben, dass wir das richtig genutzt haben, wirklich von Spiel zu Spiel gedacht haben und überhaupt nicht irgendwie an Ergebnisse oder Ähnliches. Ich glaube, wenn wir das so hinkriegen, dass wir mit einer ähnlichen Einstellung, was in diesem Jahr schon deutlich schwieriger wird, weil die Wahrnehmung von uns eine andere ist als im letzten Jahr, da waren wir reine Außenseiter, wo jeder Sieg eine Überraschung war. Aber wenn wir es trotzdem schaffen, das zu genießen, dann glaube ich, sind wir schon stark, dann haben wir auch gezeigt, dass wir nicht so leicht zu schlagen sind und ich glaube, dann könnte es auf jeden Fall eine schöne WM werden. Also als erstes ganz klar die Norweger, die im letzten Jahr alle großen Turniere gewonnen haben. Da ist der Blocker gerade verletzt. Wenn die in ihrer besten Verfassung sind, sind die auf jeden Fall Medaillenanwärter. Auf jeden Fall das erste russische Team, Stojanowski, Kasilnikov, die jetzt zu Beginn extrem gute Leistungen gebracht haben und physisch ein mega starkes Team sind. Und dann ist es wirklich interessant. Die Brasilianer sind im Moment extrem viel im Austauschen der Partner. Aber da sind es 4, 5 exorbitant gute Einzelspieler. In den USA, der Phil Dahlhauser, wenn der wieder zu alter Form kommt, dann ist der immer schwer zu schlagen. Und es gibt so 5, 6 europäische Teams, wo man absolut sagen könnte, die könnten sehr, sehr gut Weltmeister werden. Also das ist eigentlich auch das Spannende im Moment, dass es wirklich, es gibt 2 Favoriten, würde ich sagen. Das sind die Russen und die Norweger. Und danach aber 10 Leute, 10 Teams, wo man echt sagen kann, also die können jederzeit einen Ausreißer ganz nach oben kommen.